Hochzeit auf den ersten Blick, Philipp seinem Sohn rührende Worte. 2019 traten Philipp und Melissa bei Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar. Im Dezember 2020 erblickte ihr gemeinsames Kind das Licht der Welt. Doch ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes, den sie in der Öffentlichkeit nur Mucki oder M nennen, trennten sie sich. Seitdem liefern sich die beiden einen erbitterten Sorgerechtsstreit. Auch die Scheidung scheint nicht über die Bühne gehen zu wollen. In den sozialen Medien betont der gelernte Automobilkaufmann immer wieder, wie wichtig ihm sein Sohn ist, so auch jetzt. Mein Schatz, solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich. Solange ich atme, verteidige ich dich. Solange ich lebe, werde ich dich lieben, Sick, schreibt er zu einer Aufnahme mit seinem Kleinen. Es sind die schönen Momente, die uns immer in Erinnerung bleiben, auch wenn wir uns nicht oft sehen. Vermissen wir uns. Jedes Mal, wenn wir uns am Samstag wiedersehen, strahlst über beide Ohren und läufst sofort in meine Arme. Die Momente, die wir zusammen haben, bleiben unvergessen und leben neue Erinnerungen für unsere Papa-Sohn-Bindung auf. Ich freue mich schon, wenn wir Fußball in unserem Garten spielen können und wir einfach nur Spaß haben und gemeinsam lachen, Sick, schwärmt er weiter. Ich zittere immer noch vor Hass und Wut, beginnt Stefan Steffjakel, 53. Seinen neuesten Instagram-Beitrag. Was folgt, ist eine Horrorgeschichte, der Goodbye-Deutschland-Star sei gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Josephine an einer Tankstelle gewesen, um die Reifen seines Autos aufzupumpen. Da die Stelle gerade belegt war, habe sich Jakel schräg daneben gestellt. Kurz darauf sei ein Mann eingetroffen, der Gleiches im Sinn hatte und anfing, das TV-Gesicht anzuschreien. Der Mann solle aufhören, zu pöbeln, habe Steff gesagt, da seine Tochter schon verängstigt gewesen sei. Da zieht der Geisteskranke ein Messer und sagt: Normalerweise müsste ich dich jetzt abstechen. Da habe ich ihn instinktiv zur Ruhe gestellt, das ging alles so schnell, berichtet der TV-Auswanderer. Danach habe sich die Situation zwar entschärft, der Schock habe dennoch tief gesessen. Josephine habe natürlich geweint. Steffs Ex-Partnerin und Mutter der kleinen Peggy Jerofke, 47, ist fassungslos. Darf nicht darüber nachdenken, was hätte passieren können. Und das noch alles vor den Augen unserer kleinen Josephine, kommentiert sie das Video. Antonia Hemmer, 23, und Patrick Romer, 27, lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Sie galten als wahres Traumpaar, als sie 2022 am Sommerhaus der Stars teilnahmen. Wurde die so rosig scheinende Beziehung jedoch schnell von Respektlosigkeit überschattet. Immer wieder machte der Bauer seine damalige Partnerin nieder. Die Konsequenz: Kurz nach der Ausstrahlung im November 2022 gaben die beiden das Liebesaus bekannt. Nun tritt Antonia erstmals allein in einer TV-Show an und packt umgehend über ihren Ex aus. Im Auftakt der vierten Staffel von Kampf der Reality Stars, ab 12. April auf RTL 2, lässt die 23-Jährige die Trennung von Romer Revue passieren. Trotz der Trennung habe sie versucht, Gespräche mit Patrick zu führen, Differenzen aus dem Weg zu räumen. Der Bauer hingegen sei wenig versöhnlich gewesen. Du kannst dich schon trennen, aber dann war es das halt mit dem Fernsehen, soll er zu ihr gesagt und hinzugefügt haben, du weißt schon, dass sich keiner für dich interessiert. Zudem habe er betont, dass Antonia keine reißende Persönlichkeit habe und dementsprechend ohne ihn nicht mehr engagiert werden würde. Daher sei die sich sicher, dass ihr Ex-Partner ihr die Teilnahme an Kampf der Reality Stars nicht gönnen würde. Antonias Mitstreiter, innen, darunter Matthias Mangiapane, 39, sind aufgrund dieser Enthüllungen fassungslos. Antonia zeigt sich allerdings siegerisch, ist froh, für diese Sendung angefragt worden zu sein, so konnte sie den Hund, wie sie Patrick kurzerhand nennt, eines Besseren belehren. Antje und Arne haben sich 2022 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt.
Vor 6 Monaten ist die 32-Jährige zu dem Milchbauern gezogen, und nun wagen sie den nächsten großen Schritt. In dem Oster-Special Was ist denn auf den Höfen los? Hat Antje ihrem Liebsten vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag gemacht. Um Arne zu überraschen, hat sie ihm ein Jersey-Kälbchen geschenkt, in dessen Fell ein Herz rasiert wurde. Außerdem trägt das Tier ein Schild mit der Aufschrift Marimi, DT, heirate mich, um den Hals. Kurz nachdem Arne das Kalb erblickt, fällt Antje auf die Knie und macht ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung und stellt die Frage aller Fragen. Ja natürlich, Antje, antwortet der Bauer sichtlich bewegt. Wenig später posten die beiden auf Instagram einen Schnappschuss als frisch verlobtes Paar. Auch das Kalb ist natürlich auf dem Bild zu sehen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, schreiben die Verliebten dazu. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: RTL.de, Instagram.com, RTL2.